Sehr geehrte Abgeordnete, geehrtes Präsidium, keine Gäste mehr da, ne? Und das Freitag kurz vor eins. Ja, Ehrenamt. Die AfD begrüßt es eindeutig, dass wir das Ehrenamt hier besser würdigen und unterstützen wollen. Nur muss man auch ein bisschen Kritik oder Wasser in den Wein gießen. Ich sehe nicht, dass das hier tatsächlich vonstatten geht. Wir haben hier vor über 2 Jahren diese Karte auf den Weg gebracht. Seit Januar liegt das Konzept vor. Und dann hören wir hier Willensbekundungen seitens des Ministeriums, dass quasi, oder auch uns wird hier gesagt, dass quasi noch nichts passiert ist. Man muss dann jetzt mal anfangen. Das haben auch die Koalitionsfraktionen erkannt und wollten dem Ministerium noch mal so ein bisschen Rückenwind geben oder es vielleicht auch schubsen. Wir haben selbst erkannt, dass dort nichts passiert und haben eben diesen Antrag hier nochmal gebracht, um vermeintlich das Ehrenamt zu würdigen. Ich denke, das Ehrenamt hat wesentlich mehr Würdigung verdient, als es das hier die letzten 2 Jahre erhalten hat, meine Damen und Herren. Wir haben hier heute nichts Konkretes gehört. Zur Ausgestaltung der Karte steht alles offen. Es sind noch keine Sponsoren gesucht. Es gibt eigentlich nichts, hat Frau Drese hier gesagt. Alle müssen jetzt mitarbeiten, alle Abgeordneten. Es bleiben auch offene Fragen, weil in dem Konzept ja auch drin steht, dass der kommunalpolitische Raum ebenfalls mitbedient werden soll. Das würde ja aber auch bedeuten, dass, wenn ich zurückdenke an die vorgegangene Debatte, dass über 100 ehrenamtlich tätige AfD-Politiker im Kommunalbereich diese Ehrenamtskarte dann erhalten würden. Das finden wir natürlich gut. Wir gucken mal, ob sie die dann da auch ausklammern oder ob das dann so bleibt. Generell sollte man überlegen, ob der politische Raum überhaupt dazu gehört zum Ehrenamt, auch wenn das ehrenamtlich ist, weil dort werden schließlich Aufwandsentschädigungen auch gezahlt und diese bekommen viele andere ehrenamtlich Tätigen eben nicht. Also es sind viele offene Fragen, die nicht beantwortet wurden, auch heute nicht, nach fast 2 Jahren. Es gibt unzählige Modellvorschläge, auch hier dann heute nochmal. Es wurde darüber gesprochen, auch schon mal den Nahverkehr mit einzubeziehen. Habe ich heute nicht gehört, wahrscheinlich, weil Sie selbst bemerkt haben, dass das im ländlichen Raum überhaupt niemanden nützt, weil wenn das kostenlos ist, hat nur der was davon, wo tatsächlich Bus und Bahn auch anhält und wo sie überhaupt noch fahren. Zu den Akzeptanzstellen, das war mir zu schwammig, was hier ausgeführt wurde. Vielleicht können Sie es ja noch mal ein bisschen vortragen. Konkret, wer soll es machen, in welcher Verantwortung, mit welchem Personal? Und welche Leistung können Karteninhaber abrufen? Diese Frage ist immer noch offen nach fast 2 Jahren. Also alles in allem ein großes Lippenbekenntnis, ein tolles Selbstbeweihräuchern und ein Schaufensterantrag der Regierungsfraktion. Mehr ist das leider wieder nicht und ich denke auch zum Ärger der vielen Ehrenamtlichen im Land. Die Linke hat einen Änderungsantrag vorgelegt, dem wir auch nicht zustimmen können. Wie gesagt, Finanzplanung etc., das steht alles noch im Raum. Und die Punkte, die Sie angesprochen haben, da holen Sie doch erstmal Auskunft vom Ministerium, was das Ministerium da jetzt überhaupt vorhat, weil hier haben wir ja keine Aussagen erhalten. Wie gesagt, das Thema Akzeptanzstellen ist immer noch ungeklärt. Diesem Antrag können wir nicht zustimmen. Vielen Dank, meine Damen und Herren.